Tja, da sind wir denn nun in tiefer Nacht. Nein, sind wir nicht. Staubt hier nur ein bisschen. Deswegen erstmal los hier, dass wir wegkommen. Polygranate. Da hast du den Staub eher nach hinten als nach vorne, ne? Ah, Gott sei Dank. Njam, njam, njam. Da weiß man auch, warum man sich ein Lua-Skript laufen lässt, das auch das über die Landebahnbeleuchtung anlässt. War aber schnell genug, aber hallo, bevor wir hier also in den Fluten versinken, einmal tief Luft holen, Fahrwerke rein und hui, sind wir drüber hinaus. Eine elegante Schleife über diesen... Das nennt so eine Landzunge, ne? Richtig so eine Strandzunge, die aus dem Gehelfsgebirge, aus dem Gehelfsgebirge herausragt. Unter uns die Felsenbecken, die bei Ebbe niedliche Krabben beinhalten. Ja, so, einen Autopiloten anwerfen. Das müsste ja relativ unkompliziert gehen hierbei. Autopilot, so, Vertical Speed. Nav, Autotrottel, geht aber mehr, ne? Was kann der hier? Also 100 Knoten, ne? 160? Wieso von 160? Wir sind ja Optimisten ohne Ende. Die Mountainkamera kann weg. So, dort läuft jetzt schnell raus, Fotos machen, solange das alles hier noch so toll aussieht. Das ist doch schon allein ein Bild hier, ne? So, genau, mit ein bisschen Wasser mit drin. Sehr schön, sehr schön. Und dasselbe machen wir am besten normal. Denn fürs Forum aus einer etwas anderen Perspektive. Da brauche ich nicht so drauf zu achten, dass demnächst auch wieder irgendwelche Texte in den Thumbnail eingebügelt werden. Was brauche ich denn an Höhe? Ich meine, wenn ich da jetzt lang fliege, ne? Gucken wir doch mal auf die Karte. Oh, schnell mal das Höhenprofil abrufen. Das sind ja nur 44 Meilen, aber... Oh, da denkt er jetzt etwas drüber nach. Wir müssten 6000 Fuß müssten wir erreichen, um auf der sicheren Seite zu sein. Nun gut, dann tun wir das und gehen auf 6000 Fuß. Guten alten Zeiten wegen drehe ich noch mal hier ein bisschen dran. 1000 Fuß pro Minute müsst ihr erreichen, ne? So. Dann geht er auf Null. Ach so, er übernimmt die aktuelle, den aktuellen Zustand. Das ist von Autopilot zu Autopilot unterschiedlich, je nachdem, was man da so voreingestellt hat. Was für einer drin verbaut ist. Der von der Cessna ist anders als jetzt wieder der hier drin steckt. Das sind doch schon Bilder, ne? Macht schon was her, also da freut man sich denn schon drüber. Freu. Ah, ein bisschen mehr ran. Ja. Ich glaube, so kann man die Größe der ganzen Geschichte viel besser beurteilen, ne? Ein bisschen mehr Landschaft, ein bisschen weniger Flugzeug. So, wir haben nicht viel Zeit diesmal. Wo fliege ich noch gleich hin? Die Prominenz dieses Ortes war mir jetzt gerade nicht so... Osaso heißt das Ganze. Ja. Osaso, nicht Barbosa, das ist ein anderer Film. Barbosa. Da schauen wir doch mal eben. Da schauen wir, ob es ein Barbosa gibt und wenn ja, welche Farbe es hat und ob es grün ist. So. Nein, das erste B habe ich schon versemmelt. Also. Obaso. Obaso Formation. Es gibt eine archäologische Stelle in Spanien, in Spanien. Obaso, Obaso. Mach mal Pauschalsuche. Such mal einfach. Gibt es ja keinen Vergrößerungslass? Das heißt doch Obaso, oder? Osaso, warum sagt ihr denn nichts? Das ist ja noch ein Foto wert hier, ne? Komm ich noch ein bisschen ran.
die schönsten Bilder auszusuchen. Ich merke das schon, das war auch der falsche Knopf, glaube ich. So, ich muss hier sein. So. Die Reaktion wollte ich sehen. Osaso, genau. Da habe ich irgendwas genommen. Aha. Osaso. Weiterleitung von Osaso. Eine Hafenstadt im Norden Somalias. Ja, passt doch. Mal eben hier gucken, ob das mit der Höhe auch... Na gut, die 6000 wollen wir ran. Das wird dann auch reichen. Kriegen wir auch hin. Boah, was für Bilder. Also, Bosaso. Auch Bosaso geschrieben. Bosaso gibt's auch für Arabisch. Und Alternativname Bender Kassim. Ist eine Hafenstadt im Norden Somalias am Golf von Aden. Ah, da ist der Golf von Aden. Ich habe keinen einzigen Golfplatz gesehen und ich glaube, ein Grün wird es hier in absehbarer Zeit auch nicht geben. Der zum Indischen Ozean gehört. Die Stadt ist Hauptstadt der Region Bari, die Teil des faktisch de facto autonomen Puntland oder Puntland oder was auch immer ist. Bevölkerung. Schätzungen und Berechnungen zur Bevölkerungszahl von Bosaso variieren stark. Offiziellen Angaben zufolge hat die Stadt etwa 250.000 Einwohner, wovon etwa 30.000 als Binnenvertriebene in Lagern leben. Andere Angaben gehen von etwa 109.000 aus, aber auch bis zu 700.000. Das ist ja mal eine Spannweite von 100.000 bis 700.000, alles dabei. Bedeutendster Clan sind traditionell die Majertin Darod. Heute leben aber auch Angehörige diverser anderer Clans in der Stadt. Wirtschaft, ja, Schussgelderpressung würde ich mal sagen, ne? Flüchtlinge ausbeuten. In jüngerer Zeit hat sich Bosaso zum regionalen Wirtschaftszentrum im Nordosten Somalias entwickelt, da die Stadt über eine gut ausgebaute Infrastruktur, also einen Flughafen, Zugang zum Meer, Hauptstraßen nach bla 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 und von da nach bla 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 verfügt, während des in anderen Landesteilen herrschenden somalischen Bürgerkrieges relativ stabil geblieben ist. Somalische Immigranten in Europa und Nordamerika trugen mit ihren Geldüberweisungen wesentlich zum Aufbau der Stadt bei. Diese Faktoren haben dazu geführt, dass Bosaso stark gewachsen ist. Falsche Knopf hier erwischt. Bestimmt. Also nehmen wir den hier mal wieder ran. Ja, wir sind ein bisschen sehr rechts gelandet, aber nun gut. Das lassen wir ein bisschen hin und her schaukeln, dann wird es schon wieder mittig. Das ist auch wieder ein geiles Bild, ne? Wo war ich gerade? Genau, ich wollte eben Cursor-Tasten drücken, die ich gar nicht brauche. Und ich brauche natürlich einfach nur einen Finger. Manche Geschichtswissenschaftler sehen in dem Gebiet von Bosaso zusammen mit den Städten Berbera und Saila das antike Land von Punt, mit welchem das alte Ägypten schon in der 5. Dynastie Handelsbeziehungen pflegte. Diese Beziehungen wurden unter Pharaonin Hatschepsut bis zur 26. Dynastie fortgeführt. In dem Buch Pariplus Maris Eritrei wird vermerkt, dass griechische Händler nach Mosylon segeln, das aufgrund der Beschreibungen wohl mit Bosaso gleichzusetzen ist. Oh, was für Bilder! So ein Knaller sowas. Wow. Ja, gleich noch einen mit viel Flugzeug drin, ne? Das heutige Bosaso ging aus der Siedlung Bender Kassim hervor, die vom arabischen Händler Kassim im 14. Jahrhundert gegründet wurde. Der Stadt soll von dessen Kamel namens Bosa oder Bosas stammen. Ja, oder Bender Kassim als die Stadt von Kassim. Das Regime Siad Barres legte in den 1980er Jahren den Haupthafen an, zusammen mit einer zweispurigen Schnellstraße, auf der Vieh zur Verschiffung in die arabische Halbinsel transportiert wurde.
Heute ist Bossas und neben Berbera und Djibouti zum bedeutendsten Exporthafen für Güter aus weiter südlich gelegenen Gebieten Somalias und Teilen Äthiopiens geworden. Seit wegen des Bürgerkriegs die Häfen von Mogadischu und Kismayo im Süden lange geschlossen waren. Bla bla bla. Bosaso selbst wurde seit dem Sturz der Regierung 91 von den lokalen Clans und der in diesen verankerten SSDF kontrolliert und blieb weitgehend unberührt von Kampfhandlungen. Der Wachstum der Stadt ist stark. Manchen Angaben zufolge handelt es sich um die am schnellsten wachsende Stadt Somalias. Wegen seiner wirtschaftlichen Prosperität wird Bosaso vermehrt zum Ziel von Kriegsflüchtlingen und Wirtschaftsmigranten aus anderen Teilen Somalias wie Äthiopien, bla bla bla. Weblinks, Einzelheiten, Schnickschnack, weil ich drehe schon wieder. Muss ja hier schieben, ne? So, ich schieb das mal weg. Noch wecker, am wecksten. Halt weg. Sag mal, geht das mit den Cursor-Tasten? Normalerweise verschiebt man sich ja mit den Cursor-Tasten, aber kann es sein, dass ich mit den Cursor-Tasten die jeweils... Er macht aber zwei Sprünge gleich, ne? Einmal in die eine Richtung, einmal in die andere Richtung. Ja, also richtig noch nicht. Immerhin haben wir jetzt wieder einen schönen Strand unter uns. Wie weit müssen wir denn noch fahren? Sind wir bald da? 7 Minuten. Hey! Über eine Bucht und dann über ein paar Berge und dann sollten wir auch sehen, dass wir runterkommen und da gibt es auch eine richtige Stadt, wie das so aussieht. In einem kreuzförmigen Flughafen, ich vermute mal, dass der gar nicht so klein ist, sondern dass der wegen der Kriegswirren irgendwie international mal lahmgelegt worden ist. Na gut, schauen wir mal, wie sich das so verhält. Aber über die gröbsten Sachen sind wir hell. Oh, guck dir das mal an hier. Ah, Rattenschiss, Schattenriss. Da ist ein Pilot drin und ja, wir sind so dicht dran, ich weiß. Drücken wir wieder das C, so. Der guckt ein bisschen belämmert, aber ich glaube, wenn er in Somalia rumfliegt, schadet das auch nichts. Und es sieht so aus, als hätte er nur 4 Kameraeinstellungen hier. Es ist 4, sag ich 7. Wir gucken mal eben nach. Ja, der hat nur 7, also da muss ich auch nochmal updaten. Die unten drunter und die ganz dicht an der Fressekamera, die fehlen hier noch. Was habe ich gerade gesagt? 6 Minuten? Das kriegen wir hin. Den kann ich schon mal zuklappen. Ja? Und da flog sie mit, die Kamera. Das kam mir aber doch zu kurz. Ach, so. Wollen wir den Kram mal wieder einordnen hier. Was zeichnen wir jetzt hin? Ist doch niemals oben. Ah, so. Also so rum und den müssen wir ganz losschrauben. Dann kann man den hochklappen und drehen. Und ja, so kriegt man Zeit auch tot, ne? So. Genau, ein bisschen gerade kriegen das Ganze, ne? So. Also, festschrauben. Genau, festschrauben. Schraub. Fest. Ich habe zu wenig Hände frei irgendwie, ne? Mit einem Finger da hinten. Ah, so. Die Höhe kann ich direkt in der Kamera einstellen. Da muss man eigentlich nur ein bisschen nach hinten. Da, der Jog muss mit drin sein. Und die Tablets, das reicht eigentlich auch, ne? Mehr braucht man ja gar nicht. Ja. Gut, das war das. 4 Minuten. Das heißt, ich sollte Höhe verlieren. Und zwar drastisch. Dann stellen wir mal als neue Zielhöhe ein. Oh, ist auch mal 3000 Fuß. Dann stürzen wir hier einen Stein. Beziehungsweise wahrscheinlich muss ich VS. Nein, ich kann es direkt so machen. Das aus und dafür den an. Dann gucken wir ihm über die Schulter. Ein bisschen was von der Welt zu sehen. Und ich glaube, man kann den Flughafen eigentlich schon beinahe erkennen, weil das ist ja wohl zweifelsohne die Stadt. Und der Flughafen müsste hier vorne irgendwie davor liegen. Sehen wir mal.
Es sind aber schon tolle Bilder. Also dieser Flug, da freue ich mich sehr drüber. Das sah schon ziemlich geil aus. Das war was anderes als immer nur Wüste oder immer nur Dschungel oder immer nur Wüste, Felder. So in Norddeutschland, da ist auch nur Feld, 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 Feld. Und hier ist echt mal durcheinander. In Spanien auf dem Rückweg, da müssten wir eigentlich auch sowas zu sehen kriegen. Mal gucken, vielleicht sehen wir ja irgendwie, wenn wir da durch den Suezkanal, wenn wir über den donnern, ob wir da nicht vielleicht noch irgendwas Belebung zu sehen kriegen. Wie hoch ist der Zielflughafen überhaupt gelegen? Wahrscheinlich direkt über Null, ne? 6 Fuß über Null. Okay. Dann schauen wir doch mal. Also viel an Hügeln kommt uns ja wohl hoffentlich nicht mehr entgegen. Auf ein ILS brauche ich da wohl eher nicht zu hoffen. 16 Minuten nur bis jetzt. Also diese 16 Minuten fand ich jetzt erheblich schöner als den 45 Minuten Flug von vorher. Da meandert nichts sozusagen. Ein Wüstenmeer, das vor sich hin meandert. Feinster Fluss, Boden, Sand. Wenn es denn mal regnet. Auch noch in diesem Jahrtausend ist schwer zu sagen. Oh Gott, die Bilder, der Strand da. Wenn es nicht so viele Haie hier gäbe. Habe ich schon erwähnt, wahrscheinlich häufige Male, ne? Ein Kuckuck über Kuckuck übers Meer sieht ein Hai, sagt der Hai Kuckuck, sagt der Kuckuck Hai. Weiß, das ist ein Flachwitz. So, weiter runter. 2000 Fuß. Ich glaube, ich sehe die Landebahn da, ne? Sieht ja aus wie, ja, was ist das, ein Gewächs, so eine Plantage oder sowas? Mit Meerwasser, so Salzwasser bewässert? Ich weiß nicht recht. Vielleicht eher so eine Art Garnison? Ich weiß nicht so gut. Irgendwie, ja, wir haben schon ewig vergessen, unbedingt ein Like da lassen, weil Likes machen echt was aus. Und abonnieren müssen wir den Quatsch natürlich auch noch zu allem Überfluss. Zusätzlich fliege ich nochmal zwischendurch. Ja. Aber was mag das Auto uns sein? Ich weiß es auch nicht. Wir gehen weiter runter, ruhig auf 1,5. Quatsch, wir machen den Rest da einfach mit freihändig. Autosrottel und Auto reinsetzen erstmal, ne? So, jetzt Autosrottel und Autopilot aus, dachte ich. Jetzt also. Dann Gas weg, komplett. Fahrwerk raus. Oha, die Trimmung ein bisschen hochziehen, so. Bisschen Gas rein und dafür Flaps raus. Zweite Flaps. Hier haben wir wenigstens mal eine schöne lange Landebahn. Dritte Flaps raus. Aber oberhalb von 80 sollten wir bleiben. Seitenwind. Naja, doch schon. Ich sitze ein bisschen tief, ne? Ich sehe nix. Und wir haben einen Mast mitten auf der Fahrbahn. Na schön. Ja, komm, übertreib nicht. Du siehst so alles grün. Das kommt daraus, wenn man davon, wenn man in blind landet. Ich glaube, mir
bereits die Reifen zerblasen, so wie das hier rutscht und schubbert. 1,03G, na komm, das ist nicht die Welt. Ab 0,99 sagt er, perfekte Landung. Weich wie Butter. Ne, die Zähne klappern noch, aber es ist alles weich wie Butter. So, Flaps fahre ich schon mal wieder rein. Und dann wollen wir mal sehen, wo müssen wir eigentlich hin hier auf dem Flugplatz. Ich sehe keine Gebäude, seht ihr welche? Da nicht. Ach ja, richtig, der Flugplatz ist ja angeblich... Oh, guck mal, da steht aber einiges. Dann fahren wir da mal hin. Ich glaube, wir fahren jetzt einfach über Wüste. Ich habe gar keine Lust da jetzt, die verschiedenen Runways, die ja auch nur Schotter sind, abzuklappern. Wir fahren einfach quer über den Wüstensand. Nur schön, wenn das so quietscht, ne, im Wüstensand. Guckt euch die alten Mühlen da an, da steht eine DC-3, oder? Oder 2. Und überhaupt, da stehen aber ein paar alte Dinger dazwischen. Hey! Ja, wow. Da stellen wir uns dazwischen, schon aus Prinzip. Alter Kampfflieger wie ich. Muss da rein mogeln? Nee, ne? So, bleiben wir hier stehen. So. Bremse rein. Flaps sind hoch. Motor aus. Strom auch aus. Und rausgucken. Ja, ne? Kasper-Bemalung. Nein, die ist nicht von mir. Die hat jemand anders verbrochen. Ja, das sind aber, Flugzeuge von, also nicht von Lamina Research, sondern die sind von, oh Gott, wie heißt das, World Traffic 3, ne? Das wird also hier ein Militärflughafen sein, deswegen steht ja auch Militärplempen hier hin. Ja, und guck mal, hier sogar Solarkrimskrams. Zup. Einmal eben mal von oben angucken, das Ganze. Ja. Ja, man landet mehr oder weniger in die Stadt hinein, wenn man sich das so anguckt, ne? Aber die Landschaft, oieiei. Ja, also schwimmen gehen würde ich hier vielleicht nicht, weil erstens, die Kanalisation ist wahrscheinlich nicht vorhanden, man trifft also immer alte Bekannte wieder. Und zweitens, genau deswegen wird sich da ein Heer von Haien vor der Küste tummeln. Na gut, dann schalten wir mal um nach Replay. Dann gucken wir an, wohin uns das Replay verschlägt. Dahin. Gucken, wo sind wir denn da? Da ist Summer, ja. Ja, Melder, Summer. So, die Morgenkamera kann weg. Da quillt das Fahrwerk aus dem Rumpf hervor. Na, dann wollen wir doch mal sehen, wie schlimm es wirklich ist. Ich hatte den Eindruck, dass also den Aufschlagbums, das Dingenskirchen XP Reality das ein bisschen übertreibt. Man kann die Werte ja auch einstellen, ne? Da gibt es auch so Schieberegler, die Sachen klären. Weil für jedes einzelne, ich müsste es hier wirklich auf einen Zettel schreiben, dass ich also diesen Aufschlagbums reduziere, damit ich es auch jedes Mal mache. Habe ich gar nichts mehr gesehen. Ich kompletter Blindflug. Ja, aber gut, dass die Landebahn hier ein bisschen länger ist. Ja, komm, alles gut. Also hinterher über das Geradeausfahren, darüber lässt sich vielleicht nochmal reden, aber so im Großen und Ganzen ist doch alles ganz prima hier laufen. Ja, vielen Dank dafür, dass ihr euch wieder mal die Zeit genommen habt. Ja, wenn wir hier uns die Metropole nochmal näher von oben gucken. Am Golf von Aden, jawohl, was immer ein Golf so genau ist. Und jetzt sagt nicht ein Auto von VW. So, vielen Dank fürs Reingucken und ich freue mich, wenn ich euch nächstes Mal wieder dabei beglückwünschen darf.
begrüßen darf, meinte ich. Ja, genau. Bis dann.